Nachdem sie es nicht alleine schafften, haben die Spitzenpolitiker der drei bei der Wahl erfolgreichsten griechischen Parteien nun gemeinsam mit dem Präsidenten einen letzten Anlauf genommen, um eine Regierung zu bilden. Der Chef der Konservativen schlug zuletzt eine Interimsregierung für 2 Jahre vor. Nach dem Treffen mit den Chefs der drei Bestplatzierten, Konservative, Radikale Linke und Sozialisten, wird Präsident Karolos Papoulios Vertreter der kleinen Parteien empfangen. Scheitert auch dieser letzte Versuch im Präsidentenpalast, stehen den Griechen wieder Neuwahlen ins Haus. Dabei dürften die heute zweitstärksten, die sparpaketfeindlichen radikalen Linken, weiter auftrumpfen.